Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 20 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute gegen Augsburg. Eigentlich hätten wir gegen Union spielen sollen. Das Spiel habe ich auch gespielt, bloß irgendwie hat es wieder nicht aufgenommen. Aber ich habe es rechtzeitig bemerkt, sodass ich da gestoppt habe. Aber wir haben das Spiel 2:0 gewonnen. Es war kein Highlight-Spiel, es war eher so Mittelfeldgeplänkel. Bloß wir haben Elfmeter bekommen, Boadus hat ihn verwandelt. Und dann Rodrigo noch mit dem Treffer. Ja. Wieso kamen jetzt die 4 Tage keine Videos? Weil ich nicht zu Hause war. Das war der Grund und ich auch keine Zeit hatte. Ja. So, jetzt nochmal der Hinweis, bevor das Video losgeht. Ab heute könnt ihr abstimmen, welches Spiel ich nächste Woche Sonntag streamen soll. Das Spiel mit den meisten Kommentaren gewinnt. Also einfach Kommentar schreiben, welches Spiel ich spielen soll. Und wenn ihr nicht, wenn da keine Kommentare zu sehen sind, werde ich entscheiden und es wird auf Call of Duty Modern Warfare herauslaufen. Also, wenn ihr was anderes sehen wollt, dann bitte kommentieren und am Sonntag von 10 bis 12.30 Uhr wird gestreamt. So, jetzt genug geredet, das ist unsere Startformation. Auf geht's gegen Augsburg. So. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Partie, liebe Superfans. Willkommen in der Volkswagen Arena. Oh, das geht ja schon mal richtig gut los da von Amiri. Wann drücke ich denn da Kreis und. So, Havertz macht es aber gut. Und jetzt hier. Oh, oh, oh. Das Augsburg kommt hier ja mit viel Dampf. Also was ist jetzt hier wieder los? So, Boadus. Immer noch Boadus. Immer noch Boadus. Ne, das war zu wenig. Aber ich verstehe auch nicht, wie man Boadus da abhängen kann. Oh Gott, Hakimi mit dem Totalaussetzer. Also was geht denn jetzt hier wieder ab? Sorry. Zweikämpfe. Lauf doch, Boadus, da. Und dann läuft er da nicht hin, ne? Das läuft sich keiner irgendwie frei. Sondern stehen denn da alle vorne rum, so wie jetzt. Es läuft sich keiner frei. Sondern stehen alle und warten, dass sie den Ball bekommen. Jetzt mal Million. Amiri. Eckball. Rodrigo mit der Ecke. Ey, wie kann man den denn noch bitte retten? Oh, wieder so ein Fehlpass. Es war genau gegen Union Berlin, dass ihr jetzt leider nicht mitbekommen habt, das Spiel. Aber. Es war keine gute Mannschaftsleistung, die wir da gezeigt haben. Genau so eine Fehler. Ich habe mich bei dem Spiel echt derbe aufgeregt, weil uns nichts gelungen ist. So wie jetzt. Es läuft sich keiner frei. Keiner läuft sich da frei.
Die stehen da alle rum und warten, dass sie den Ball bekommen. Ja. Also wenn man dann so eine Pässe spielt, darf man sich auch nicht wundern, dass man die Tore irgendwie nicht macht, beziehungsweise die Chancen. Boah, Duß ist komplett frei. Na, der Ball ist aber wieder zu weit gespielt. So, Rodrigo macht das Ding 1-0. Das war auch dringend nötig, das Tor. Er passt ihn auf den Flügel. Da kommt der weitere Ball auf den Flügel. Das ist. Milliot. Bordus nimmt den Ball da gut mit. Kein Elfmeter, zuerst Ball gespielt. Oh, 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 oh. Mach den Schritt raus, sonst ist es kein Abseits. Hä? Wieso gibt er denn Elfmeter? Ach. Ja. Unhaltbar. Ja, ich. Ob das jetzt ein Elfmeter war, ja oder nicht, keine Ahnung. Es war aber irgendwie klar, ne, dass wir noch ein Gegentor kassieren. Es ist abseits. Ey, wie so. Amiri blieb einfach stehen. Ich verstehe das nicht, wieso er sich nicht freiläuft. Wieso geht Amiri nicht zum Ball? Ja, jetzt. Und jetzt ist der Ball bestimmt gleich wieder weg. Ne. So wird das nix. So wird das nix. Nee. Also den darf man schon mal bitte besser machen und vor allen Dingen aufs Tor bringen. Wieso bleibt Todibo stehen? Ey, ich blicke hier gerade gar nicht mehr durch. Was ist das denn für... Ja, wir wechseln. Definitiv. Mit Hacke wird es auch nichts. Ja, da gibt's gute Anspielstationen. Ja. Oh, 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 ist das schlecht. Ist das schlecht. Und das ist ja. Zu Havertz. Von Havertz eigentlich nichts zu sehen und es läuft sich keiner frei. Ja, das ohne Worte, sorry, ohne Worte. So, was machen wir?
Ich muss es probieren, Leute. Und Ich muss es so probieren. Hakimi, ja. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Macht er gut. Gestern problemlos hatte ich den Ball. So, komm. Komm. Gib doch Gummi. Ey, das ist doch... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was schon wieder dieses Gameplay-Problem ist. Es gab auch schon wieder ein Update, was wieder alles völlig durcheinander bringt. Also, ihr seht selber, mir gelingt gar nichts mehr. Und auch, dass die Spieler teilweise schneller als Harvard sind. Und dass die Spieler nicht nach vorne gehen. Sie gehen einfach nicht nach vorne. Jetzt mal, wow. Also, diese Updates zerstören das Gameplay vollkommen, vollkommen. Jedes Mal muss man sich neu einstellen. Das ist so hart nervig, Leute. Und es kann nicht sein, dass ein Havertz noch von irgendwelchen Abwehrspielern eingeholt wird. Das ist unrealistisch. Es ist komplett unrealistisch. Und ja, ich reg mich jetzt hier richtig auf, weil es unrealistisch ist. Und den muss er machen. Den muss er machen, Leute. Den muss er einfach machen. So, 3-1, das ist die Entscheidung. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Ja, wir gewinnen 3-1 am Ende verdient, aber das Gameplay, es zerstört jedes Mal meine Spiele. Vor allen Dingen die Einstellung, wie ich mich auf den Gegner einstelle, wie ich mich auf das Gameplay einstelle. Jedes Mal muss ich mich neu... Wow, Bayern verliert gegen... Ach nee, Leipzig, ja, okay. Leipzig bleibt aber dran. Dortmund verliert auch gegen Mainz, okay. Ach, trotzdem bleibe ich dabei. Diese Updates sind echt zum Kotzen. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Danke für diese Ich bleib dabei, Freunde. So, jetzt geht's in der Champions League weiter. Wir trainieren noch einmal schnell. Ich will gerne mal Ekoko spielen lassen. Das soll nämlich ein herausragendes Talent sein. Das hat mir nämlich auch dieser Manager gesagt. Jetzt spielen wir gegen Lokomotive Moskau. Alles klar. Ja, dann wird auf jeden Fall Mbolo spielen, Havertz geht raus, da wird De La Vega spielen, Amiri bleibt drinne, James, da wird Hakimi, da könnte eigentlich mal wieder Torres spielen, Lunin geht auch raus, Früchtel wird da hier wird dann Kareshma und Saar spielen, hier kommen dann Florentino und Gesch. Und Rodrigo verlässt den Platz für Sessegnon Young. So. Jetzt werden wir aber... Hinz wird kommen für Rodrigo. Wo ist dieser Ekoko? Genau, er hier. Der wird für Havertz kommen. Oh ja, wir haben noch diesen Almada. Der kommt für... Sancho... Und, stimmt, Foden. Nee, das bleibt erstmal so, oder? Ja, wir lassen das so.
So, ich glaube, wenn wir dieses Spiel gewinnen, sind wir Gruppensieger, oder? Lass mich einmal kurz gucken. Nee, dennoch nicht. Dann steht da noch der Kracher gegen Liverpool. Oder haben wir schon gegen Liverpool gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Nein, kein Gestöber, Mann. Heiter soll es sein. So, let's go. Wir sind auf jeden Fall schon eine Runde weiter. Deswegen ist es in Anführungsstrichen ein Testspiel, was es natürlich nicht ist, aber gefühlt. So, egal. Ja, und ich lasse die Hymne jetzt durchlaufen. Gut, Heimspiel, das wollen wir natürlich gewinnen. Müssen wir nicht. Aber es wäre natürlich schön. Vor allem gegen Moskau, da muss eigentlich der Sieg her, was unseren Ansprüchen. Und da ist das 1-0. Embolo macht's. Guter Start, frühes Tor. Und Embolo, der alte Knochen. Der macht es noch. Boah, stark gemacht. Gesch. Mit den Teams, die du vor der erwartest, aber auch immer mit überraschenden Momenten. Das macht diesen Wettbewerb spannend bis zur letzten. Amiri. Ja, Gesch kommt dann leider nicht hin. Amiri, ah, schade. Gesch zieht ab. Traumtor. Absolutes Traumtor. Alter Schwede. Gesch. Der deutsche Spieler, ich glaube, er kommt aus Deutschland, ne? Wie alt ist er? 17, 18? Das ist auf jeden Fall absolutes Traumtor. Christoph Gesch. Ich glaube, damit hat er sich auf jeden Fall für die Nationalmannschaft beworben. Embolo. Oh, den muss er machen, Amiri. Sessegnon. Und hier spielt nur eine Mannschaft, das sind wir. So. Charisma. Eine durchaus beeindruckende Ballbesitzquote, die der VfL Wolfsburg bisher hinlegt. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Moment verdient. Gesch. Ah, der Ball kommt nicht an. Schade. Jetzt mal die Kontersituation
für Lokomotive Moskau. Oh, Kareshma mit dem Fehler da. De La Viga hilft aber aus. Und Saar kann klären. Das war kein guter Ball da von Florentino. Und Früchtl hat ihn. Früchtl hat ihn. Wieso wird ein Bono? Wieso steht ein Bono da nur so rum? Ich wollte ihn eigentlich auswählen und das könnte hier. Nee. Oh, De La Viga hat sich verletzt. Was ist da jetzt passiert? Okay. Dann werden wir jetzt Ekoko bringen. Das sieht nicht so gut aus bei De La Viga. Hoffen wir, es ist nichts Ernstes. Amiri 3-0, das war ein Hammer. Sehr schön. Aber trotzdem gefällt mir die Abwehr nicht. Aus kürzester Distanz, aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch. Nee, danke Ball für den Torhüter, so kannst du den nicht überwinden. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Oh, guter Ball da von Sessegnon, aber Embolo kann damit nichts anfangen. Beziehungsweise vertändelt ihn selber. Aber der war auch ein bisschen zu steil gespielt. Ah, Florentino, schade. Gut, dann werden wir jetzt auf jeden Fall wechseln. Wir werden jetzt die Neulinge bringen, also die U23 Spieler. Zwar ist es noch Hinz, der wird für Amiri kommen und ja, Hoslek wird für Embolo. Ich denke mal, bei einem 3-0 kann man das auf jeden Fall machen. Und da ist das 4-0. Hinz macht's überragend. Ja, da war der Pfosten, glaube ich, noch im Spiel, ne? Ja, okay, Infos. Oliver Hinz. Mit dem 4-0. Jetzt eingeblendet die nächste Bundesliga-Partie der Gastgeber. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ja, das ist auf jeden Fall. Heinz. Ryan Sessegnon. Gleich wird hier gewechselt, die Gäste werden einen frischen Mann. So, Seitenwechsel. Ja, Lokomotive zieht sich jetzt extrem weit zurück. Also es ist fast gar kein Durchkommen. Und die lauern wahrscheinlich jetzt auf Konter, ne? Hoslek, ah, verliert er den Ball, schade. Gesch. Hinz. Hinz macht ihn selber. Überragend. Überragend von Hinz.
Oliver Hans. Oder Heinz, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, aber ich vermute mal Hans. Geiles Tor. Er ist Rechtsfuß, ne? 5-0. Und wir müssen mal überlegen, ob wir vielleicht Hinz auch mal in der Startformation einsetzen. In der Bundesliga. Also wenn er so eine überragende Leistung bringt, wieso nicht? Oh, 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 Vorsicht, ich möchte gerne zu Null spielen. Das wird... Uiuiui. Jetzt mal ein bisschen aufpassen. Die Lokomotive wird gerade stärker. Irgendwie gelingt mir gerade hier in der Abwehr nichts. So, jetzt mal. So, Gash. Auf Ekuku. Ekuku, was macht er? Gewinnt er noch das Duell? Wow! 6-0, Ekuku trifft mit links. Null, Leute. Ja, das war Benjamin Ekuku. 6-0 gegen. Haben wir auch nicht im Hinspiel so 5-0 zur Halbzeit geführt? War das nicht in Moskau? Ich weiß es gerade nicht. Ekuku, den muss er bekommen, den bekommt er noch. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. 6-0 der aktuelle Stand, mehr als eindeutig. Wir haben also Zeit, uns mal kurz dem nächsten Gegner zuzuwenden. Der kommende Gegner von Wolfsburg heißt Borussia Mönchengladbach. Heute haben sie alles richtig gemacht, daran sollten sie beim nächsten Ekuku. Wow. Schade. Oh, Torres da stark. Hinz. Ekuku. Ah, Fehlpass. Schade. So, das war's. War ein eindeutiger Sieg. Wie haben euch die jungen Spieler gefallen? Also mir besonders Hinz und Ekuku. Und Gash auch mit seinem Traumtor. Haben alle eine gute Leistung eigentlich gezeigt. Also man könnte auch mal überlegen, ob wir sie in der Bundesliga einsetzen. Auf jeden Fall Hinz. Und Gash hat ja schon mal in der Bundesliga gespielt. Deswegen. So, der Abschlag, der dürfte es gewesen sein. Wir gewinnen 6-0 am Ende. Wieso ist noch nicht Schluss? Eigentlich müsste er ja abpfeifen, ne? Hallo? Jetzt, Gott. ...6-0 gewonnen. Wie viel hat denn Liverpool gespielt? Auch 3-0 gewonnen. Ja. Der Gruppensieg also noch vertagt. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Wir müssen abwarten. Baldige Genesung. Okay, De La Viga ist verletzt. Insgesamt eine tolle Leistung. Danke für das Gespräch. Jo. Gut, ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zusehen. Lasst gerne eine Bewertung da. Und nicht vergessen, das Spiel bitte, welches ich Sonntag streamen soll, in die Kommentare schreiben. Ansonsten suche ich aus. Ciao.